Hallo Leute und willkommen zurück hier zur Schwarze Witwe Challenge. Nachdem der liebe Kasper uns beim letzten Mal hier den Tod von Jack versaut hat, bin ich jetzt dafür, dass wir noch ein bisschen was tun, ein bisschen was bauen. Oh, mit der Hygiene sieht es natürlich auch ganz schlecht aus. Ich werde mal kurz in den Baumodus gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das hier mit der Treppe funktionieren wird, aber ich hätte ihn ganz gerne in einem separaten Raum. Passt mal auf, wie kann ich das? Funktioniert das hier? Nein, das funktioniert natürlich nicht. Wenn ich das irgendwie schräg mache, funktioniert das auch nicht. Okay, wenn ich die Wand... Nein, stopp mal bitte. Wenn ich die Wand irgendwie hier so ansetze, geht das immer noch nicht. Hier würde es rein theoretisch funktionieren. So, wenn ich das da hinsetze... Oh, dann geht das sogar. Okay, dann ist er jetzt in einer Art, ja, winzigen Raum. Das ist auch erstmal okay so. Dann würde ich das Ding vielleicht noch hier hinstellen. Ich werde eine Tür reinmachen, auf jeden Fall. Da ich so ein bisschen die Befürchtung habe, ist eigentlich egal, welche Tür kommt, machen wir eine Toilettentür rein. Von mir aus hier. Ja, da ich so ein bisschen die Befürchtung habe, oh, zwei Geister, na wie cool, Björn und Stefan, dass der Tod ansonsten hier nicht durchkommt. Huch, ich wollte ja noch mehr im Baumodus machen. Und deshalb die Tür, nicht, dass es da zu Komplikationen kommt. Und zwar habt ihr mir geschrieben, ich soll einfach mal hier Dinge hinpacken, die brennen, wie zum Beispiel Vorhänge oder ähnliches. Also das... Huch, geht das überhaupt so? Das ist ein Vorhang, das ist ein Vorhang, kommt jetzt einfach so ganz hübsch dahin. Dann natürlich noch ein Teppich und was wäre besser als ein Teppich, zwei Teppiche? Also kommt da auch noch irgendwo einer hin. Wir klatschen hier alles voll mit Teppichen von mir aus. So, und dann kommt noch in die Mitte ein schöner Sternteppich. Und da kommt auch noch... Wow, ist der riesig. Kommt auch noch der da drüber, damit man die anderen alle überhaupt nicht mehr sieht. So, und jetzt müssten wir eigentlich hier gut gerüstet für den Tod sein. Ich hoffe, hier fängt es mal langsam an zu brennen. Ihr habt mir zwar geschrieben, ich hätte das Feuer nicht immer an- und ausmachen sollen, aber ich mache es trotzdem, weil ich sonst mit Stefan hier absolut nichts zu tun habe. Ja, wo kommst du nicht dran? Ach, da hinten kommst du jetzt nicht dran. Ja, das macht auch nichts. Dann zünde hier die beiden an. So, Hannah schläft gerade noch, muss so langsam zur Toilette. Weißt du was? Ich bin dafür, dass du aufstehst. Oh, oh. Hier sieht es ziemlich siffig aus, deshalb gehst du mal bitte unten zur Toilette. Verwenden. Und dann kannst du dir aus dem Kühlschrank einen Gartensalat holen. Oh, da ist ja noch die Hochzeitstorte. Stimmt. Hallo Björn, es ist schön, dass du auch da bist. Und es ist schön, dass du da einfach nur rumstehst. Ich hoffe, dass da jetzt gleich mal irgendwas Feuer fängt. Ansonsten kaufe ich noch einen Grill oder irgendwas ähnliches. Ist mir dann egal. Ich hoffe nur, und das hoffe ich wirklich, dass Geister... Bleibst du mal hier? Ach, er will sich hinlegen. Er will sich hinlegen. Ja, genau. Du bist einer, ne? Ja gut, Energieversagen. Dann bleibt er erstmal bitte liegen. Ja, was ich sagen wollte, dass die Geister das Feuer löschen können, das wäre tragisch. Das wäre es tatsächlich. So, Hannah, Toilette, Hände waschen. Und dann gehst du da gleich bitte wieder rein. Ich meine, wenn du jetzt ein bisschen schläfst, dann wirst du gleich wieder Energieversagen haben. Aber das ist dann schon in Ordnung. Passt denn schon? Kannst du danach von mir aus dahin gehen? So, Hannah, möchtest du dich vielleicht mal mit dem lieben Björn unterhalten? Huch. Mit dem lieben Björn unterhalten? Nein, anscheinend lieber mit Stefan. Okay. So, über Rechnung beschweren, über Interessen reden. Ja, mach das einfach mal. Ich stelle hier gleich noch was rein. Pass mal auf, ich stelle da jetzt noch was rein. Das ist mir ganz egal. Was haben wir denn noch so draußen? Wir können einfach mal einen Grill reinstellen. Was haben wir denn da? Passt der hier noch irgendwo hin? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich das Radio wegpacke, das wäre natürlich eine Option. Weil das ist sowieso nicht so cool. Abgesehen natürlich von der lustigen Musik nebenbei. Nee, schade. Boah, das funktioniert gar nicht mehr. Mann, also kein Grill. Das ist natürlich doof. So, verkaufen. Dann kriegst du doch dein Radio wieder. Hier kannst du ein bisschen Musik hören nebenbei. So, das muss doch jetzt mal brennen. Da zündeln noch mal ein bisschen. Kannst du noch mal löschen von mir... Hallo? Kannst du noch mal löschen von mir aus? Hier auch noch mal löschen. Ach ja, und Hannah da mit ihren Ex-Lovern. Das ist schön. So, danach wird angezündet. Hier wird auch angezündet. Ich finde das gerade witzig, dass sie hier mit den beiden sitzt, ne? Ist schon ganz cool. Ach komm schon, Jack, jetzt geh doch endlich drauf. Ich werde trotzdem, nochmal alles löschen und anzünden, weil ich das Gefühl habe, das geht dann irgendwie schneller. So können wir ewig warten, bis da mal ein Feuer ausbricht. Anzünden. Oh, er fühlt sich schon schlecht. Nochmal anzünden. Ja, ja, du brauchst gar nichts anderes machen. Du bleibst da schön in dem Raum. Hier, Hannah, wie wär's, wenn du den Geister mal ein bisschen den Tag verschönerst? Oh, der Björn ist anscheinend nicht gut drauf, ne? Nicht wirklich gut auf Hannah zu sprechen. Komplimente über Outfit machen die ja ganz sicher. Oh,
Oh, mach hin, jetzt stirb halt endlich. Löschen. Stirb endlich und danach kannst du es direkt wieder anzünden, weil du so ein Idiot bist. Wo sind die beiden jetzt hin? Wo sind die beiden jetzt? Er geht da oben ins Bett. Okay. Er ist da wieder am Zündeln. Ey, wisst ihr, was eigentlich voll cool wäre, wenn er jetzt noch ein bisschen zur Musik tanzen würde? Zuhören. Tanzen. Ach, tanzen kann er nicht. Er fühlt sich zu unwohl. Das tut mir leid, Jack. Das tut mir natürlich wirklich leid. So, löschen. Und dann kannst du dich nochmal wärmen. Und ich gehe davon aus, dass er sich gleich wieder hinlegen, hinlegen wird aufgrund von Energieversagen. So, was machen wir mit Hannah? Dir geht es ja echt soweit gut, ne? Dann plauder doch nochmal hier ein bisschen. Hier hat wieder jemand seinen Kaffee stehen lassen. Das ist natürlich nicht so cool. Rein damit. So, kannst du nochmal ein bisschen mit Björn sprechen? Über Modescherzen, ja, ganz bestimmt. Hände küssen, kennenlernen. Über Rechnung beschweren, ja, können wir auch mal. Die müssen wir übrigens zahlen, fällt mir gerade auf. Kannst du dann auch mal machen, 1300. So, Jack, wie sieht es aus? Mensch, warum passiert da nichts? Löschen, löschen. Ich habe doch Vorhänge, ich habe Teppiche. Was soll ich noch machen? Er muss sterben. So, anzünden, mach hinne. Na gut, das hat ja beim letzten Mal auch ein bisschen gedauert, ne? Aber trotzdem. Er war schon so weit. Und dann kam der blöde Kasper. Na, dann wärm dich halt nochmal bitte. Sich wärmen. Na, versteht ihr zwar euch wieder? Er ist energiegeladen. Oh, tatsächlich. Jetzt ist wieder Energieversagen. Oh Gottchen, du bist... Oh, du bist auch einer, wirklich. Ich glaube, ich spule das jetzt gerade mal vor. Hannah zahlt da eben die Rechnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und du gehst bitte wieder da rein. In den Raum des Todes. Wisst ihr was? Hannah kann mal ein bisschen Klavier spielen in der Zwischenzeit. Üben. Kann sie überhaupt durch die Tür? Muss ich mal eben schauen. Zutritt gestatten für Hannah. Ja, bitte. Dann spiel auch einfach mal ein bisschen Klavier, damit du auch in der Zeit ein wenig was Nützliches machst. Denn ich habe das Gefühl, dass hier mit Jack wird sich vermutlich noch ewig hinziehen. Dass man es auch nicht so einstellen kann, dass er das irgendwie immer wieder macht, ne? Dass man einmal sagt, anzünden und löschen und dann macht er es die ganze Zeit. Das wäre voll cool. So, was macht ihr hier? Was hast du vor? Was hast du vor? Björn, nein, nein. Nein, 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 nein. Du kommst bitte wieder hier hin. Du kommst hier hin. Björn, lass ihn bitte durch. Und dann wird noch ein bisschen gezündelt. Löschen und nochmal löschen. Da muss doch jetzt so langsam echt mal was passieren. Anzünden. So, mach bitte weiter. Hanna, was ist los? Ich habe die Tür doch für dich... Die Tür doch für dich freigemacht. Gestatten für Angestellte. Nein, dann mach doch einfach aufschließen und dann... Üben. Ah. Aha. Hanna mal wieder in ihrem schwarzen Witwe-Keller. Ach komm schon, jetzt mach doch hinne da. Das muss doch mal was werden. Ja, ich weiß, er stinkt halt ohne Ende. Oh, Hannah hat die Klavierfähigkeit erworben. Hä, wir haben doch schon mal gespielt. Was ist denn da los? Kannst du nochmal löschen? Da kannst du auch nochmal löschen. Sie hat doch schon mal gespielt. Merkwürdig. Oh, eins meiner Lieblingslieder im Radio. Passend hier zu diesem tollen Szenario. Oh, Jack, jetzt komm bitte. Musst du jetzt mal langsam hier was werden mit dir? Warum passiert da nichts? Jetzt legt er sich wieder hin. Oh, Gottchen. Aber dir geht's noch soweit gut. Ja, das ist okay, abgesehen davon, dass du gelangweilt bist. Och, Jack, bitte. Mach hinne. Ey, da musst du doch jetzt mal ein Feuer ausbrechen. Ansonsten, wisst ihr, was ich mache? Kaufe ich einfach noch mehr Gegenstände. Das kann doch nicht sein. Vielleicht sind auch die Vorhänge nicht gut. Vielleicht soll ich noch größere kaufen. Oder die doch drüber hängen. Oder hier so mega... Wisst ihr was? Ich hänge die jetzt einfach da drüber. Damit es auch richtig schön scheiße aussieht. Ja, komm mal her. So, einfach mal da so hin. Und was können wir noch kaufen? Hier, so ein riesen Kuscheltier, falls es noch passt. Das Ding ist doch so groß, ne? Das passt aber leider kaum hin. Ach, Manu. Oh, Moment. Hier würde es hinpassen. Ich weiß nicht, ob er dann noch... Was? Warum bist du jetzt da draußen? Weil du nicht mehr reinpasst? Kann es sein? Dann ist es natürlich doof. Löschen. Was zur Hölle? Also es kann jetzt sein, dass er nicht mehr reinpasst. Ach doch, er passt doch rein. So, löschen und nochmal anzünden, bitte. Na komm schon. Ich habe so die Befürchtung, der stirbt viel eher an Verhungern, bis das hier mal was wird, ne?
Na, komm schon. Hanna, dir geht's immer noch gut? Ja, schön, du bist da am Spielen. Ich kann tatsächlich, irgendwie habe ich das Gefühl, die Hälfte dieser Folge einfach nur vorspulen. Oder aber irgendwas rausschneiden, was ich aber auch doof fände. Hier einfach mal zu cutten. Da passiert auch so nichts, ne? Löschen. Löschen, da passiert nichts. Anzünden. Komm schon. Und danach nochmal anzünden. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Zack, Energieversagen. Ey, das gibt es nicht. Das ist unfassbar. Danach kannst du wieder dahin gehen. Echt, der stirbt viel eher an Verhungern. Ey, das ist unglaublich. Er muss zur Toilette. Ja, Mensch, jetzt macht er doch mal was. Und stell dich mal direkt hier so. Geht das nicht? Dass du dich irgendwie direkt daneben stellst? So, Hanna geht's immer noch gut. Das ist auch gerade echt schade, dass ich mich so wenig um sie kümmern kann. Aber es passiert einfach nichts. Ich möchte gerne noch einen Kamin. Wie kann ich den jetzt mal vernünftig... Kann ich gar nicht vernünftig positionieren. Dahin. Oder aber, wenn wir ihn so in die Ecke stellen, dass wir dann noch einen... Nee, ich glaube, das wird nicht funktionieren. So, das Dingen kommt jetzt hier an die Ecke. Anzünden. Musik haben wir jetzt draußen, aber das ist mir egal. Boah, wirklich, das ist gerade der schlimmste... Der schlimmste Tod ever, ne? Also, da war ja alles andere nichts dagegen. Das hier dauert ewig. Hanna geht's nicht gut. Wir haben uns die ganze Zeit noch nicht um Hanna gekümmert, so wirklich. Ich verstehe nicht, warum er nicht brennt. Ja. Ich verstehe es nicht. Grillen. Würstchen und Bohnen. Ich kann es euch echt nicht sagen. Weißt du, er freut sich da. Ja, bitte, grill nochmal weiter. Gib noch mehr von unserem Geld aus, Ofenkartoffel. Nö. Es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Level 3 der Kochfähigkeit. Löschen. Löschen, löschen, löschen. Und anzünden. Das darf nicht wahr sein. Anzünden. Und den gleich auch nochmal anzünden. Also es wäre auch ganz witzig. Oh, Hanna hat nichts mehr zu tun. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Wisst ihr was? Wisst ihr, was ich glaube ich mache? Obwohl, nein, dann holt er sich was zu essen. Das will ich ja auch nicht. Ich dachte gerade kurzzeitig, ob ich irgendwie doch den freien Willen wieder einstelle, aber nein. So, dann kannst du öffnen und dir nochmal einen Gartensalat holen, wenn er denn nicht so rumbackt. Und, wow! Endlich! 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 Leute, unfassbar! So, dann bitte, ich bin sehr gespannt. Stopp! Stopp, eine Sache muss ich noch machen. Ich muss die Tür hier irgendwie reinsetzen, damit der Tod kommt. Stopp, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit. Das ist gut. So, ich muss auch... Ach, ich kann gar nicht in den Baumodus. Ich kann nicht in den Baumodus, das heißt, ich kann hier keine Tür reinsetzen. Und das heißt, dass wir den Tod, also den Tod an sich, vermutlich nicht sehen werden. Ja, halt mal. Lief, lief. Er brennt. Er brennt. Und Hanna schaut zu. Also schaut nicht wirklich zu, aber... Alter, das ist schon übel, oder? Okay, wie lange geht das? Rennt hier gleich das ganze Haus ab? Nee, ne? Ey, ich finde, das ist schon eine heftige Nummer, oder? Finde ich gerade so. Vor allem, warum dauert das so lange?
Scheiße. Ey, das ist schon eine krasse Sache, ne? Das ist schon, muss ich ja mal sagen, Vernichtung durch Feuer. Ich finde das gerade echt hart irgendwie. Müssen wir jetzt noch warten, bis er da komplett vernichtet ist? Ah doch, der Tod kommt. Der Tod kommt doch. Okay. Weißt du, wie er da immer auf seinem Ding dann rumtippt? Steht einfach alles in Flammen. Okay, bist du jetzt mal fertig, lieber Tod? Oh Gott. Vor allem, was ist das da neben ihm? Was da so liegt. Na komm, hol deine Sense raus. Und gut ist. Boah, die arme Hannah, ne? Alter, ist das krass. Ist das krass. Ich glaube, es wäre aber jetzt ganz sinnvoll, wenn wir irgendwie das Feuer löschen würden. Das Problem an der Sache ist, glaube ich, dass wir nicht in den Baumodus kommen und auch sonst gerade nichts tun können, ne? Sie kann überhaupt nichts machen und ich kann das Feuer nicht löschen. Das heißt, wir müssen abwarten, bis das hier alles komplett abgebrannt ist. Aber die Frage ist, was eigentlich alles? Das komplette Haus? Oder nur dieser Teil da? Der Tod? Wird er mitverbrennen? Ich meine, wie krass ist das? Irgendwann muss das Feuer doch mal ausgehen, oder? Vor allem, ich glaube, der Grill brennt gerade. Das Vieh hier brennt gerade und der Kamin. Alles andere sieht noch intakt aus, aber ich kann auch gerade mit Hannah. Ah doch, jetzt kann ich was machen. Ich kann aber nach wie vor nicht in den Baumodus. Okay, Hannah kann sich aber bewegen. Hat Hunger, sozial sieht schlecht aus. Ja, wisst ihr was? Ach, das kann ich nicht machen. Ach, jetzt kann ich wieder gar nichts machen. Ach, außer hier hingehen. Ich glaube, man muss jetzt echt warten. Feuer hier erlischt, oder? Ich habe keine Ahnung, es hat noch nie so richtig gebrannt bei mir. Also ich habe das noch nie ausbrennen lassen. Deshalb habe ich gerade keine Ahnung. Und total die Befürchtung, dass das ganze Haus hier abbrennt. Das kannst du während eines Brands nicht tun. Hannah kann sich nicht hinsetzen, sie kann nur laufen. Wie verrückt. Was ist, wenn du einfach mal rausläufst? Ich meine, der Tod haut nicht ab, der steht da rum. Oh Leute, wisst ihr, was ich glaube? Dass die Sache mit der Tür, dass wir keine Tür haben, echt doof war. Das Problem ist, ich kann Hannah jetzt anscheinend auch nicht ins Bett schicken. Nein, ich kann Hannah nicht ins Bett schicken. Sie wird immer müder, sie hat, glaube ich, immer mehr Hunger. Ja klar, es geht ja immer weiter runter. Aber das hier hört halt einfach nicht auf. Es wird immer heftiger, seht ihr das? Es wird wirklich immer heftiger. Ich werde das jetzt mal ein bisschen vorspulen und schauen, bis wohin sich der Brand hier ausbreitet. Leute, unser ganzes Haus wird abbrennen. Unser ganzes Haus wird abbrennen. Das war das Dümmste, was ich jemals gemacht habe. Unser ganzes Haus wird brennen. Scheiße. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann jetzt auch nicht speichern. Leute, unser ganzes Haus wird brennen. Mann, oh. Oh Gott, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Es wird alles brennen. Ich meine, es wird alles brennen. Ich kann niemanden anrufen, der dann löschen würde. Ich kann einfach gar nichts tun. Ich muss mir gerade echt überlegen, was zu tun ist. Ich meine, das Einzige, was ich noch tun kann, ist einen anderen Spielstand laden. Schaut euch das mal bitte an. Das ganze Haus wird in Flammen aufgehen. Das ganze Haus wird in Flammen aufgehen. Es wird sich immer weiter ausbreiten. Ich habe auch noch das blöde Ding dahingestellt, was auch noch brennt wie Sau. Das Badezimmer brennt schon. Oh Leute. Das ist einfach so dumm. Ich kann nichts machen. Es brennt alles. Ja gut. Ich finde es ein bisschen lustig. Wir kriegen das natürlich hin, also... Ja, auch wenn es jetzt hier brennt, es wird natürlich nicht so bleiben. Oh, oh, na sieh mal eine an, hier ist gar kein Feuer mehr, hier ist schon alles abgebrannt.
Ach, wie cool. Ja, vielleicht haben wir Glück. Ja, Hannah kann endlich löschen. Ja, Leute, haben wir doch noch Glück. Komm schon. Jetzt bitte nicht irgendwie an Energieversagen sterben. Sterben meine ich, hinlegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier unten brennt es aber noch. Alter Falter, das kannst du wegen Brand auf Grundstück? Was brennt denn hier noch? Alter, sie kommt da nicht hin. Sie kommt da nicht hin. Oh Gott, löschen. Ah, jetzt geht's. Jetzt ist das Feuer groß genug, um es zu löschen. Was? Und jetzt Energieversagen? Nein! Nein, Hanna, du musst das Feuer löschen. Muss löschen. Lösch es doch. Warum löscht sie nicht? Ich kann das Vieh nicht löschen. Boah, Feuerkatastrophe, ey. Das ist echt. Warum kann sie das nicht? Alter, Leute. Boah, war das krass. Boah, war das krass. Das Erste, was wir jetzt machen, in Schrift eingravieren. Ruhe in Fritten, Alter. Das gibt es nicht. Durch die Hand der schwarzen Witwe gestorben. Es ist unglaublich. Boah, war das jetzt eine Qual. Wirklich unfassbar. Vermutlich ist die Folge hier jetzt auch ein kleines bisschen zusammengeschnitten gewesen, denn ich nehme schon weit über 20 Minuten auf und der Anfang, in dem nichts passiert ist, war halt echt langweilig, muss ich sagen. Das ist das Aschehäufchen. Und deshalb ist die Folge vermutlich ein bisschen geschnitten. Was ist das? Treten, wegwerfen, ist das seine Asche oder was? Oh Gott, Leute. Gut, ich lasse das Chaos jetzt hier erstmal so, wie es ist. Der arme Tod, ne, ist da jetzt auch ein bisschen drin eingesperrt oder kommt er raus? Ich weiß es nicht. Huch. Gut, Leute. Mega chaotisch. Aber wir haben es geschafft. Jack ist tot. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich denke, ich mache dann offscreen hier ein bisschen klar Schiff. Dann muss ich das nicht alles in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und dann geht es mit Caspar Creep weiter. Also bis dahin. Tschüss.